Wir lieben Holz und wir lieben das, was wir daraus machen. In Gütersloh, in Leutkirch und in Neumarkt sind das veredelte Holzwerkstoffe. Das heißt, wir beschichten Rohspan und Faserplatten mit über 200 Dekoren und mehr als 10 Strukturen. Zum Einsatz kommt unser Dekobohr zum Beispiel in Küchen, Wohnmöbeln, Krankenhäusern, Hotels, Büros, Schiffen oder Shops. Je nach Einsatzbereich erfüllen sie sogar die strengen Anforderungen an den baulichen Brandschutz. Dekorativ beschichtet machen sie unzählige Designs möglich. Von natürlichem Holz über Marmor und Trendfarben bis hin zu ausgefallenen Effekten und individuellen Dekoren. Für perfekte Ergebnisse wie diese gehen wir mit größter Sorgfalt ans Werk. Angefangen bei unseren Dekorpapieren. Pro Jahr verarbeiten wir davon rund 9000 Tonnen. Unsere Papierlager funktionieren vollautomatisch. Sie fassen je nach Standort bis zu 1100 Rollen. Jeder einzelne ist mit ihrem Standort im Werksrechner erfasst. In einem nächsten Schritt imprägnieren wir das Dekorpapier. Dazu wird es in Melaminharz oder in einer Mischung aus Melaminharz und Harnstoff getränkt. Ein Rasterwalzenwerk oder ein Coder sorgen für einen gleichmäßigen Oberflächenstrich und entfernen überschüssige Imprägnierung. Getrocknet und gekühlt geht es in den Querschneider. Dieser bringt das imprägnierte Papier auf Format. So können wir die Filme bis zu einem halben Jahr lang lagern. Das Imprägnate-Lager funktioniert vollautomatisch, ebenso wie fast alle Rohplattenlager. Dort halten wir bis zu 25.000 Laufmeter Platten vor, die per Kran oder Stapler bewegt werden. Pro Stunde verlassen bis zu 120 Laufmeter Platten das Kran- oder Bodenlager in Richtung Kurztaktpresse. Ein Vakuum-Rohplattenübersetzer befördert sie auf das Legeband und zwischen zwei Dekorfilme. Unter Hitze und Druck verbindet sich das Harz im Film mit der Spanplatte. In einer Kurztaktpresse dauert dieser Vorgang bei 180 Grad Celsius, je nach Dekor und Träger, ca. 30 Sekunden. In einer Rückkühlpresse, wie wir sie für unsere hochwertigsten Designprodukte verwenden, kann dieser Vorgang bis zu 15 Minuten in Anspruch nehmen. Die Pressbleche, die dabei zum Einsatz kommen, bestimmen die Struktur. Direkt nach dem Pressvorgang erfolgt die visuelle Sichtung, zusätzlich zu den Qualitätskontrollen, die in Gütersloh und Neumarkt auch automatisiert stattfinden. Eine vollautomatische Zuschnittsäge teilt die Platten auf, online gesteuert durch einen Optimierungsrechner, der auch individuelle Maße möglich macht. Mit Längen von 300 bis 5600 mm und Breiten von 200 bis 2200 mm. Vom Fertigplattenlager aus geht es schließlich in den Versand und zu unseren Kunden. Denn auch sie lieben Holz. Und sie lieben das, was Pfleiderer daraus macht.